Willkommen in der vierten Woche. In dieser Woche wird es, ich würde sagen, osteopathisch, ganzheitlich, man könnte sagen, ein wenig systemübergreifend. Wir wollen jetzt nicht nur Muskulatur und Triggerpunkte triggern und die Beweglichkeit natürlich fördern, aber wir nehmen auch Einfluss auf die Atmung und wir gucken uns ein Organ an, was auch irgendwie mit der Hüfte und mit der Leistenregion zu tun hat. Und das ist der Darm. Sei gespannt, das machen wir gleich. Wir starten direkt mit der Lendenwirbelsäule diese Woche. Die Kathi hat schon den T-Mix Para schon parat. Ihr wisst, das können wir natürlich auch mit zwei T-Mix Originalträgern machen. Und wenn ihr nur einen Träger habt, dann könnt ihr dann auch erstmal nur eine Seite der Lendenwirbelsäule machen. Ideal sind zwei oder perfekt der T-Mix Para Rückenträger. Wir haben drei Varianten, das kennt ihr, 3 cm mild und dann 2 cm und eine Twin-Variante. Ihr könnt mit der 3 cm Variante anfangen. Kathi nimmt den T-Mix Para in die Hand Richtung Lendenwirbelsäule und dann legt sie sich ganz langsam, ihr seht das, auf den T-Mix Para. Und jetzt ist es wichtig, auch hier wieder eine Minute Gewöhnungsphase einhalten und ihr werdet das im Bereich der Lendenwirbelsäule relativ schnell merken. Oh, dieser erste Anfangs-Triggerkontakt oder Schmerzen ist nach einer Minute deutlich besser. Wenn ihr das habt, könnt ihr die Beine aufstellen. Kathi hat das direkt schon gemacht. Dann haben wir mehr Druck. Und ja, wenn du immer noch nicht in der Lage bist, die Beine aufzustellen, dann kannst du die Beine auch gerne lang machen, auf den Boden legen und dann hast du weniger Druck. Wir beginnen nach der ersten Minute mit der Mobilisation. Die Knie links und rechts leicht nur bewegen. Das muss gar nicht so viel Bewegung sein. Und wir haben dann hier eine schöne Kombination aus Triggern und Mobilisation. Ihr kennt das. Wichtig ist es, Triggern und Bewegung, das machen Scherkräfte, das Gewebe wird untereinander verschoben und da können wir die Verspannungen wunderbar entgegenwirken. Und das macht ihr zu Hause und die Kathi gerade. Wichtig ist, bleibt nicht nur auf einem Punkt, sondern schaut auch mal, dass der T-Mix Para oder die Trigger nach oben und nach unten versetzt werden, damit wir die Lendenwirbelsäule schön ausgiebig behandeln können. Und das gucken wir uns noch mal ganz kurz an, wie das aussieht. Die Kathi kann jetzt mal den T-Mix Para mal so ein bisschen verschieben und dann können wir wirklich Schritt für Schritt diese wichtige Lendenwirbelsäule, diese Muskulatur, diese tiefen Verspannungen dann entgegenwirken. Nummer zwei, Kathi und ihr setzt euch einmal auf den Boden hin. Wir triggern wiederum das Gesäß, das ist ganz, ganz wichtig. Der T-Mix Original gebe ich dir kurz und dann wird jetzt der normale Gesäßbereich wiederum getriggert. Wichtig ist, das Bein wird seitlich abgelegt. Dann können wir wunderbar schön die Gesäßmuskulatur triggern und nach einer Minute beginnt die Mobilisation. Das müssen wir in der zweiten Woche natürlich weiterhin ausgiebig machen, weil wenn du wahrscheinlich jetzt schon längere Zeit Hüft- oder Leistenbeschwerden hast, brauchen wir natürlich viel, viel mehr Input, viel mehr Behandlung für diesen Gesäßbereich. Und das ist halt einfach unheimlich essentiell und da musst du einfach dranbleiben. Das ist halt nun mal so. Und du wirst aber dann schon am Ende der zweiten Woche merken, oh, da löst sich was auf in der Hüftregion. Meine Beweglichkeit ist irgendwie schon ein bisschen besser geworden. Das liegt daran, dass die Gesäßmuskulatur gerade von dir getriggert bzw. behandelt wird. Nach diesen 3 bis 5 Minuten bitte die Dehnung des Gesäßes. Die Kathi zeigt dir das bitte noch einmal. Das ist eine Yoga-Übung, die heißt Taube. Das nicht getriggerte Bein, wie ihr wisst, wird nach hinten abgelegt und das gedehnte Bein natürlich, das wird quasi nach vorne platziert. Wichtig ist, der Unterschenkel muss so weit nach oben, wie es geht.
wenn der Unterschenkel weit nach oben ist. Dann haben wir viel Außenrotation in der Hüfte und das zeigt uns dann, dass wir wunderbar diese Muskeln in der Außenrotation dehnen können. Und das bringt Freiheit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das macht ihr gerne 1, 2, 3 Minuten. Ihr könnt das jeden Tag machen. Bei Dehnungen ist das gar kein Problem. So häufig, desto besser. Nach der Dehnübung legt ihr euch bitte einmal auf den Rücken. Und jetzt machen wir Folgendes. Ihr könnt euch ein Kissen oder einen Yoga-Block nehmen. Der Kopf wird dann auf den Yoga-Block abgelegt. Es wird sich bestimmt ein Kissen finden. Und jetzt wird es osteopathisch, meine Lieben. Wir versuchen, den Darm, den kompletten Dünndarm- und Dickdarmbereich mal mit unseren Händen zu packen. Wir haben ja hier unsere Beckenkämme links und rechts und wir gehen jetzt mal richtig rein. Ja, der eine oder andere hat vielleicht ein kleines Bäuchchen und andere haben ja ein Six oder ein Eightpack, aber ist gar kein Problem. Wir können richtig schön in den Bauch rein. Wir nehmen ganz, ganz viel Bauch, nicht zu spitz, sondern ganz locker die Hände und wir nehmen ganz viel Bauch und schöpfen quasi. Wir bleiben hier in der Position und versuchen, ganz viel Darm nach oben zu schieben. Aber die Hände streichen dann nicht über die Haut, sondern genau, wir halten, wir schieben den Darm nach oben. Nochmal richtig schön Bauch und Darm nehmen, ganz locker, nicht so spitz, sondern wirklich hier über die Fingerkanten hier ganz viel Bauch nehmen und nach oben schieben und halten. Jetzt mal halten und dann macht ihr mal die Augen zu und dann mal tief durch die Nase ein- und ausatmen. Das mal wirklich 10, 20 Mal machen und dabei den Darm nach oben schieben. Ganz wichtig, halten. Nicht hin und her, sondern den Darm nach oben schieben. Damit entlastet ihr den Dünndarm und das hat zirkulatorische Eigenschaften, weil wenn wir den Darm nach oben schieben, üppig packen, ihr braucht da gar keine Angst haben, ihr macht auch gar nichts kaputt, schön üppig packen und hochschieben und halten und dann können wir faszial Entspannung reinbringen in das Darmsystem und das äußert sich dann positiv auf Gefäße und aber auch natürlich auf die Versorgung. Wichtig ist als Info, rechts können wir jetzt mal nur rechts hier reingehen, richtig tief rein, viel Bauch, viel Darm und dann Richtung linke Schulter hochziehen, entlasten. Ja, das sieht schon viel besser aus. Richtig schön viel tief rein und Richtung linke Schulter hochziehen. Ziehen und halten und das ist die Blinddarmregion und Blinddarmverklebungen, keine Angst, das muss dann keine Blinddarmentzündung sein, um Gottes Willen, aber leichte Verklebungen, leichte Bewegungseinschränkungen des Blinddarms hat zirkulatorische Verbindung mit dem Hüftgelenk. Ach du je, also Darmproblematiken, Darmkrampf, Krämpfe, Darmbeschwerden, also habt ihr vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen, Darmbeschwerden und vielleicht ein Leisten-, Hüftproblem, ist da ein Zusammenhang zu sehen. Also könnt ihr Darm, euch selber den Darm entlasten und letztendlich dann dem Hüftgelenk etwas Positives schenken. Die letzte Übung ist eine Atemübung, die ist ganz, ganz wichtig, weil Darm und Zwerchfell, das hängt zusammen. Wir wollen jetzt so ein bisschen das Zwerchfell auch noch mal einen kleinen Schwung geben. Beide Hände bitte an links und rechts neben dem Brustkorb platzieren. Wunderbar. Und jetzt wollen wir, ihr spürt eure Hände am Brustkorb und ihr atmet mal durch eine ganz einfache Kontaktatmung in eure Hände rein, richtig ganz tief und wir wollen eure Atmung auch wirklich hören, ganz tief durch die Nase ein
und durch den Mund aus. Und da, wo eure Hände sind, da wird hingeatmet. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das macht ihr bitte 10, 20 Mal. Lasst euch Zeit, entspannt euch. Wenn ihr das gemacht habt, dann machen wir eine kleine Atemtechnik. Und zwar, ihr atmet jetzt mal ganz tief ein. Einatmen. Und die Einatmung wird jetzt 5 Sekunden gehalten. 1, 2, 3, 4. Ausatmen. Ausatmen. Nochmal einatmen. Und ausatmen. Alles raus, 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 raus. Die Luft ist raus. Und hier die Ausatmung auch 5 Sekunden halten. 1, 2, 3, 4. Und wieder normal einatmen. Und das macht ihr bitte im Wechsel. Einatmen, 5 Sekunden halten, ausatmen und die Ausatmung 5 Sekunden halten. Und das immer im Wechsel, das macht ihr gerne mal 5, 8 oder 10 Mal. Das spielt keine Rolle. Hier muss die Atmung und das Zwerchfell schön laufen. Und das Zwerchfell, als Tipp, hat auch muskuläre Verbindungen mit der Lendenwirbelsäule. Ach du je. Also ist das Zwerchfell beweglich, ist das gut für die Lende. Ist die Lende gut, ist das auch gut für die Hüfte. Und somit habt ihr schöne neue Übungen bekommen. Zieht das mal die Woche durch und ich wünsche euch viel Spaß dabei.